Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Noch einmal eine Klarstellung am Anfang. Natürlich lehnen wir Gewalt in jeder Form ab und Ihre Unterstellungen, liebe AfD, sind völliger Humbug und das wissen Sie auch. Aber zum Thema. Wir beschäftigen uns heute mit einem Antrag der AfD, bei dem es darum geht, sozialen Projekten die Gelder zu kürzen, weil die AfD der Meinung ist, dass das Land Berlin mit der Förderung besagter Projekte sogenannten Linksextremismus finanziell unterstützen würde. Bei dieser These muss ich gefühlt noch mal ganz am Anfang anfangen. Also, politische Parteien haben zunächst alle einen gemeinsamen Anspruch, für die Bevölkerung das bestmögliche Leben zu ermöglichen. Niemand will den eigenen WählerInnen etwas Böses. Durch nahezu alle politischen Strömungen, die Bestreben totalitärer Diktaturen mal ausgenommen, zieht sich ein Grundkonsens. In der Gesellschaft sollte gelten, alle nehmen Rücksicht aufeinander und es geht darum, dass jede und jeder sich im Rahmen seiner Möglichkeiten selbst verwirklichen kann. Gleiche Chancen für alle, größtmögliche Freiheit für jeden Einzelnen. Diese Aussage deckt sich mit dem grünen Selbstverständnis von Politik. Sie deckt sich mit dem linken Selbstverständnis von Politik. Sie spiegelt grundkonservative Werte wider und sie ist der Grundsatz liberaler Politik. Denn es geht um die größtmögliche individuelle Freiheit aller. Von Freiheit kann aber keine Rede sein, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religionszugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder anderen individuellen Merkmalen diskriminiert werden. Diese Arten der Diskriminierung, seien es Homophobie, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Antiziganismus oder sonstige gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, beschneiden die Freiheit, die Rechte und die Würde der Betroffenen. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. In der Theorie mag das stimmen, die Realität sieht oft leider anders aus. Frauen verdienen durchschnittlich etwa 21% weniger als ihre männlichen Counterparts, bei selber Qualifikation. Menschen mit Nachnamen, die nicht typisch deutsch klingen, bekommen schwerer einen Ausbildungsplatz oder eine Wohnung. Menschen mit körperlichen Einschränkungen haben oft nicht die Möglichkeit, sich frei durch die Stadt zu bewegen, können nicht jedes Verkehrsmittel benutzen, denn nicht alle sind barrierefrei. Eine der grundlegendsten Aufgaben des gesellschaftlichen Zusammenlebens muss es sein, Diskriminierung zu beenden und der Theorie der Gleichstellung auch praktisch näher zu kommen. Politik ist Gestaltung. Wir gestalten in diesem Haus einen nicht unerheblichen Teil der Lebensrealität der Berlinerinnen und Berliner, die uns gewählt haben, eben dies zu tun. Besondere Maßgabe muss dabei immer sein, auch ein Auge auf die Teile der Gesellschaft zu haben, die benachteiligt werden. Zur politischen Gestaltung, ich möchte keine Zwischenfragen, vielen Dank. Zur politischen Gestaltung gehört auch, dass wir Gelder verteilen. Wenn wir diesen Doppelhaushalt beschließen, müssen wir und wollen wir als Rot-Rot-Grün auf Entwicklungen in dieser Gesellschaft Rücksicht nehmen. Wie Sie meinen und Berichtsaufträgen meiner Kolleginnen und Kollegen entnehmen können, ist uns insbesondere wichtig, ein Augenmerk auf gesellschaftliche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu legen. Oder wie es der AfD-Kollege Marc Wallender in einer Pressemitteilung vom 18.10.2017 bezeichnet, nebensächliche Gaga-Themen. Wir haben zum Beispiel einen Anstieg des Antisemitismus in der Gesellschaft registrieren müssen. Deswegen legen wir diesem Haushalt einen Fokus auf die Stärkung von Initiativen und Programmen, die die Bekämpfung von Antisemitismus als Ziel haben. Das mögen Sie Gaga finden, uns ist das wichtig. Geldverteilung ist Machtverteilung. Der Schutz von Minderheiten, die maximale Freiheit im Leben aller, eine demokratische, aufgeklärte Gesellschaft, das ist ein Fokus von Rot-Rot-Grün. Und dafür stehen die von uns geförderten Projekte. Lassen Sie mich beispielhaft zwei Initiativen, gegen die Sie hetzen, stellvertretend für alle anderen Initiativen und Projekte, näher beleuchten. Beginnen wir mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, an die Sie sich sehr häufig abarbeiten. Im schon angesprochenen Themenbereich Antisemitismus arbeiten mein Team und ich innerhalb der Amadeo-Antonio-Stiftung stark mit Stefanie Galler zusammen. Frau Galler war ihr gesamtes Leben lang konservativ. Sie arbeitete in der Bundespressestelle der CDU, zuletzt für einen Bundestagsabgeordneten der CDU. Von dort wechselte sie ohne Umwege zur Amadeo-Antonio-Stiftung. Ein anderer prominenter Unterstützer, der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Dr. Norbert Lammert, hatte im Jahr 2015 die Schirmherrschaft der Aktionswochen gegen Antisemitismus, das Paradeprojekt der Amadeo-Antonio-Stiftung, inne. In den letzten Jahren hat er sich in keiner Weise abgewandt. In der Welt der AfD sind das wohl alles Linksextremisten. Bei den Projekten geht es um die Stärkung von Minderheitenrechten und Monitoring rechtsextremer Zusammenschlüsse als Seismograph für gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, die Bedrohungen für Minderheiten darstellen. Diese Bedrohung wahrzunehmen und sich dagegen zu engagieren, ist nicht linksextrem. Es ist nicht einmal spezifisch links. Es entspringt einem antifaschistischen, einem demokratischen Selbstverständnis, eine Gesellschaft der Freiheit zu ermöglichen. Das ist Grundkonsens aller Parteien oder sollte es zumindest sein. Die zweite Initiative, die Sie ständig angreifen, ist der Jugendverband Die Falken. Wer sind Die Falken?
Die Falken sind ein Jugendverband, der im Namen den Zusatz sozialistische Jugend trägt. Da liegt der Hase im Pfeffer, denkt sich die AfD. Die Falken, die im Übrigen in Deutschland bereits einmal verboten waren, zur Zeit des Nationalsozialismus, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, berufen sich auf den demokratischen Sozialismus. Das tut die Linke auch. Die SPD historisch ebenso. Weder die Falken noch die Linke noch die SPD werden in Berlin vom Verfassungsschutz überwacht oder als linksextrem klassifiziert. Wieso auch? Der gesunde Menschenverstand sagt einem doch schon, dass es realitätsfremd ist, Achtjährigen bei den Falken oder Leuten wie Olaf Scholz aus der SPD linksextremistische Umtriebe zu unterstellen. Aber zurück zu den Falken. Die Falken machen schwerpunktmäßig Jugendbildungsarbeit. Sie organisieren Bildungsreisen, unter anderem nach Israel, und fahren gemeinsam auf Sommercamps. Ähnlich den Pfadfindern tragen manche Kinder im Verband Hemd und Halstuch. Ich erinnere, sie forderten sowas Ähnliches im letzten Plenum. Allerdings ist dies im Gegensatz zu ihrer Forderung absolut freiwillig. Ich erinnere, Freiheit des Individuums. Ich darf Sie beruhigen. Auch hier werden weder Treue auf den Koalitionsvertrag gespornt, noch der Bau von Kalaschnikows geübt. Hier wird vornehmlich Kultur genossen und gegrillt. Fazit hier. Rot-Rot-Grün fordert Projekte, die sich die Stärkung der demokratischen Kultur, des Respektes und der Menschenwürde verschreiben. Rot-Rot-Grün fördert keine Projekte, die das Abfackeln von Autos, die Entführung von Arbeitgeberpräsidenten oder Überfälle auf Geldtransporter mit Panzerfäusten zur Zielsetzung haben. Wenn Sie sich unsicher sind, was hinter bestimmten Projekten steht, keine Sorge, Förderprogramme lassen sich googeln. Sie können auch bei Initiativen anrufen und sich Projekte erklären lassen. Denn Wissen hilft meist gegen Angst. Bei manch einer der Initiativen... Bei manch einer der Initiativen sollten Sie aber vermutlich nicht anrufen, sondern lieber googeln. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die besonders spaßig sein wird, sich mit Ihnen auseinanderzusetzen, nachdem Sie sie öffentlich denunziert und durch den Dreck gezogen haben. Meine Damen und Herren, wir werden Initiativen fördern, die sich für Minderheitenrechte einsetzt. Wir werden Initiativen fördern, die Opfern von Gewalttaten, ob diese nun politisch motiviert waren oder nicht, Hilfe leisten. Wir werden Initiativen unterstützen, die in Zeiten eines globalen Rechtsdrucks Aufklärungsarbeit gegen Rechtsextremismus leisten. Ja. Wir werden Initiativen fördern, denen es um demokratische Bildung geht. Seien dies nun die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, der Lesben- und Schwulenverband Berlin, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, die Amadeo-Antonio-Stiftung oder andere. Wir sehen es als demokratisches Selbstverständnis, Initiativen, die sich für unsere Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, zu fördern. An dieser Stelle möchte ich mich bei all den Projekten und Initiativen, die sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für Demokratie einsetzen, aus ganzem Herzen danken. Diese Arbeit ist besonders bei dem immer rauer werdenden Ton im Netz, auf der Straße, aber auch im Parlament nicht einfach. Aber sie ist gerade dadurch umso wichtiger. Vielen Dank.